So, liebe Freunde, beste Bewertungen dieser Woche. Nehmen wir einfach mal. Wir kommen langsam an den Punkt, wo die Leute mal neue Maps erstellen müssen, Freunde. Nein, Spaß. Es wird, denke ich mal, noch eine Menge geben. Und ja, ich nehme dieses Video am Sonntag auf. Wir haben es gerade 10.32 Uhr am Sonntag. Warum nehme ich es nicht am Montag auf oder später? Weil heute Deutschland spielt. Ich hoffe, ihr wisst es ja jetzt schon. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich es wissen würde, würde ich bei Tipico mal einen ordentlichen Wettschein investieren. Ich gehe davon aus, dass wir heute Weltmeister werden, liebe Freunde. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe ein gutes Gefühl. Und ich hoffe, dass ich mein Gefühl, ich sag mal, bestätigen lässt. Alter, fick dich. Fangen wir nochmal neu an. So. Hab jetzt mir die Pressekonferenzen angeschaut und ich muss ehrlich sagen, es war doch eine schöne WM, oder? Es war doch eine schöne WM. Und ich bin der Meinung, wir müssen uns das Ganze, ja, es muss gekrönt werden. Diese schöne WM. Ich meine, wir haben mit dem 7-1 haben wir Geschichte geschrieben gegen Brasilien. Okay, gegen Frankreich 1-0. Aber es ist vertretbar, finde ich. Wir haben solide verteidigt. Es hätte ganz schnell böse enden können. Hattet aber nicht. Und das brauchst du auch. Du brauchst als Weltmeister, oder wenn du Weltmeister werden möchtest, brauchst du das Glück, dass du diese Spiele gewinnst. Algerien, ich weiß nicht, alle haben gesagt, dass gegen Algerien, das war so ein schlechter Kick. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Algerier, die haben mir richtig gut gefallen. Die haben eine richtige Kampfleistung geboten. Und ich glaube, die werden gegen andere Mannschaften auch gut ausgeschieden. Weitergekommen, Entschuldigung. Und höchsten Respekt. Die haben fantastisch gespielt. Genauso wie sie für ihre Verhältnisse halt spielen können. Das ist alles vollkommen in Ordnung gewesen. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, oh, das hätten wir aber, was weiß ich, mit 5 Toren Unterschied gewinnen müssen. Klar, auf dem Papier sieht das immer so locker aus. Da kann man mal ganz gemütlich so ein Spiel wegflözen, sag ich mal. Aber mal ehrlich, das Spiel war Bombe. Es war spannend, definitiv. Aber, ja. So, was gibt's denn noch zu sagen? Gehen wir mal die Mannschaften durch. Gruppe A, Brasilien, Mexiko, Kroatien, Kamerun. Also erstmal Kamerun, nehmen wir mal als erstes mal raus, da kann ich eigentlich so ein gesamtes Fazit machen über die letzten 3 WMs, Weltmeisterschaften, genau. Und zwar die afrikanischen Mannschaften, Freunde. Die enttäuschen mich jedes Jahr. Die haben so eine, ich finde, eine gute Qualität. Aber die kriegen es bei Weltmeisterschaften einfach nicht auf die Kette. Meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, jetzt kann man sagen, okay, die eine oder andere Mannschaft, wie zum Beispiel Nigeria, ist auch weitergekommen. Was laber ich da? Ja, mag sein. Aber ich habe mir wesentlich mehr erhofft von den afrikanischen Mannschaften. Kamerun sehe ich jetzt auch als etwas schwächer an, aber wenn ich mir die Elfenbeinküste anschaue, wenn ich mir Ghana anschaue, das sind gute Mannschaften, die halt leider bei jeder Weltmeisterschaft irgendwie ins Essen kacken. Meine Meinung, also wie gesagt, jeder sieht das Ganze ja immer ein bisschen anders. Der eine hat hier irgendwas gesehen, der andere hat da irgendwas gesehen. Jeder sagt ja so seine Meinung, so wie er es wahrgenommen hat. Und ich muss ehrlich sagen, die afrikanischen Mannschaften haben mich in den letzten 3 Weltmeisterschaften eigentlich immer ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie wesentlich stärker eingeschätzt, als sie letztendlich waren. Vielleicht liegt es auch an mir, an meiner Ansicht, aber das ist auf jeden Fall meine Meinung. So, dann Kroatien. Kroatien eigentlich
für mich ein Bombenteam. Hat natürlich gegen Brasilien ja, es ist schwer gehabt. Ich meine, zu Hause irgendwie sollte der, wie heißt es, der Gastgeber dann doch das Ganze klar machen. Mexiko war einer meiner Geheimtipps, also meiner Geheimfavoriten auf den Titel. Und das hat sich für mich eigentlich auch ein bisschen bestätigt. Ich fand, Mexiko hat eine sehr, sehr schöne, sehr coole WM gespielt. Und ja, ein sympathisches Team, fand ich. Attraktiven Fußball haben sie gespielt, haben ja die Zuschauer vernünftig, wie soll man sagen, unterhalten. Ja, also erstes Spiel war ja schon der Knaller. Erstes Spiel war ja schon wirklich der absolute Wahnsinn. Einfach mal ein paar Tore nicht geben, ist schon Knaller, gerade bei so einer WM. Natürlich kann man meckern, die Schiedsrichter hier und die Schiedsrichter da. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ich sehe es so, man muss den Schiedsrichtern ein zugute halten. Und zwar, sie entscheiden das Ganze direkt. Das heißt, da wird nicht irgendwie gesagt, oh, hier, guck mal und guck dir nochmal eine Wiederholung an. Das gibt es nicht. Das ist vorbei. Und von dem, wie soll ich sagen, von dem Gesichtspunkt finde ich es doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wir sitzen gemütlich zu Hause, haben, was weiß ich, 450 Wiederholungen, man kann sich das Ganze sogar im Internet nochmal anschauen. Der Schiri, der steht irgendwo, am besten natürlich gut, und muss dann schauen, alles klar, war es ein Foul, war es kein Foul. Und ja, da kommt halt manchmal eine Fehlentscheidung raus. Ist halt manchmal so. So, und dass Mexiko gegen Niederlande dann versagt hat, leider. Was heißt versagt? Also, war ja 1-1. Ja, Kacke gelaufen, ne? Und ja, Brasilien, muss ich sagen, David Luiz war für mich das Aushängeschild bei dieser WM. Die Emotionen, die er gebracht hat, die er, ja, wie soll ich sagen, abgeliefert hat. Also recht, richtig ordentlich. Und es tut mir wirklich leid, dass die Brasilianer so ausgeschieden sind, A, gegen uns mit einem 7-1, weil das hat die Mannschaft so nicht verdient. Meiner Meinung nach. Also kein Gastgeber hat es verdient, so, man muss leider schon fast sagen, abgeschlachtet zu werden. Weiß ich nicht, das hat irgendwie keiner verdient. Gerade, wie gesagt, Gastgeber im eigenen Land. Er ist recht und ich will oben lang übrigens hier. Schafft er? Mann! So, dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Niederlande, Chile, Spanien, Australien. Ich muss sagen, eine Gruppe voller Überraschungen. Erstens, ich habe, da werden jetzt einige sagen, oh Krieger, halt's Maul, du hast keine Ahnung von Fußball, mag sein. Aber einige werden sagen, hey, ich habe die Holländer nicht so stark gesehen. Ich habe die Chilesen, die Chilenen, wesentlich stärker empfunden im Vorfeld und war für mich auch so ein bisschen der Außenseiter-Favorit. Hinzu kommt, dass das Klima, Moment, ich muss mich kurz hier mal eben, konnte ich ja in Krieg haben, dass das Klima in Brasilien natürlich für die Chilenen meiner Meinung nach wesentlich angenehmer war als für die Holländer. Und ja, dass Spanien so ins Essen scheißt, ich glaube, damit hat kaum einer gerechnet. Aber ich finde es auch schön. Also Spanien hat meiner Meinung nach genug Titel geholt. Und Tiki-Taka
ist hoffentlich vorbei. Ich muss sagen, ich finde Tiki-Taka nicht schön. Wie soll ich sagen? Es mag effektiv gewesen sein. Der Boss. So. Es mag effektiv gewesen sein, ja. Gar keine Frage. Aber zum Anschauen, ganz ehrlich, finde ich es, das ist so, ja, man spielt einfach hinten den Ball sich rum, bis der Arzt kommt. Alter, ist das eine Map? Jetzt in sich. Und das wird gehen, dann ist da hängig ein bisschen. Und ich habe ehrlich geglaubt, dass Chile weiterkommt, Spanien. Also in der Reihenfolge Spanien, Chile und Holland. Ja, vergeigt. Als Holland aber dann 5-1 Spanien weggeklatscht hat, habe ich gedacht, oh, was ist denn hier los? Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch gedacht, das wird das höchste Ergebnis werden. Also da wird kein höheres kommen. Und leider muss man, finde ich, sagen, haben die Holländer danach auch ein bisschen abgebaut. Meiner Meinung nach. Also sie haben ein gutes Team, eine starke Verteidigung. Sorry, dass bei mir gerade hier im Flugzeug landet. Aber ich muss jetzt gleich noch nach Maracana. Ich muss das Spiel sehen. Nein, Spaß. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich... Ohne Scheiß, das ist wieder so ein Hindernis, das dich fickt. Da komm. Jawohl. Kachanga! Ja, auf jeden Fall Sensation. Spanien war, glaube ich, so die erste Reaktion bei vielen. Was ist denn mit Spanien los? Also, die hat, glaube ich, jeder am Anfang wesentlich stärker eingeschätzt. Und dass die so einen Totalausfall da abliefern mit den, ich sag jetzt mal, Stars. Diego Costa, von dem hast du ja gar nichts gesehen. Okay, der war auch verletzt vorher. Aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, ja, dass sie konstant so weiter Scheiße gespielt haben. Dass du mal ein Spiel verlierst, auch ordentlich, das ist okay. Vielleicht auch noch ein zweites, nicht ganz klar. Also ich fand es heftig. Nur noch gefehlt, dass sie sich von Australien wegklatschen lassen. Naja, auf jeden Fall dann die nächste Gruppe. Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste und Japan. Ja. Eine der Gruppen, die... Moment. Hier hoch. Nein! Eine der Gruppen, die... torreich war. Aber... Ja, wie soll ich es am besten beschreiben? Elfenbeinküste hat mich eigentlich enttäuscht. Da sind wir wieder bei den afrikanischen Mannschaften. Klar, ein Drogba, der hat schon ein paar Jährchen am Buckel. Ein Fortuna-Spieler ist dabei, abgesehen genauso wie bei Australien. Freut mich. Aber das zeigt natürlich auch, so leid es mir tut. Ah! So, das zeigt natürlich aber auch, was der Kader hergibt. Und naja, also Kolumbien, Bomben-WM, aber Falcao war weg, war verletzt. Da war dann die Frage, wie stark wird es sein, dass Falcao nicht dabei ist. Dann, so wie er ja jetzt quasi genannt wird, James Rodriguez. Sorry, heißt das wirklich James? Sorry. Ich nenne den Jungen James. James Rodriguez. Geile Map übrigens hier, Freunde. James Rodriguez. Aktueller Stand noch Torschützenkönig.
Aber ich denke, der Neuer wird sich heute den goldenen Schuh holen. Ja, Griechenland, eine Mannschaft, die man eigentlich gerne mal mit auf den Plan nimmt. Aber auch ein bisschen, ich sag mal, wundertütenmäßig. Meiner Meinung nach. Ein bisschen so die kleine Wundertüte. Japan, komplette Enttäuschung. Was ich nicht erwartet hätte. Also ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Schon hart. Zwei Tore nur gemacht. Ziemlich mau. Nächste Gruppe. Costa Rica, Uruguay, Italien, England. Was für eine Gruppe, liebe Freunde. Was für eine Gruppe. Also, wer da so getippt hat, dass Costa Rica mal ganz, ganz solide die Gruppe gewinnt, Uruguay Zweiter wird. Ich glaube, jeder mit einem gesunden Menschenverstand hat es komplett andersrum gesehen. Also sprich, dass die Italiener und die Engländer. Oh, das wird eng, das wird eng. Habe ich das? Ja, ich hab da. Nein! Oh. So, dass die Engländer und die Italiener weiterkommen. Vielleicht auch in der Reihenfolge und der Rest. Ja, tschüss, verpiss dich. So, und dann kommt Costa Rica und macht erstmal ein 3:1 gegen Uruguay. Und das Schlimmste ist, der Elfmeter für Uruguay, der war noch nicht mal verdient. Naja, auf jeden Fall, Costa Rica hat sehr starke Sympathiepunkte bei mir gewonnen. Ich mag es halt, wenn eine Mannschaft nicht jetzt aufgrund ihrer Stars ein Spiel gewinnt, sondern kämpferisch überzeugt. Und das hat Costa Rica definitiv gemacht. Uruguay, muss ich ganz ehrlich sagen, sorry. Also ich bin froh, dass Italien raus ist, weil die will ich da nicht unbedingt sehen. Sorry, Italien hat für mich so ein, keine Ahnung. Ich habe zwar Italien gesagt, dass sie bis ins Halbfinale kommen und dass auch Balotelli Torschützenkönig wird, weil wer sonst soll da großartig, abgesehen von einem guten alten Pirlo, jetzt die vielen Buden machen. Die haben schon gespielt, okay. Das war so irgendwie, ich weiß nicht, Italien ist eine Mannschaft, die kannst du immer auf dem Schirm haben. Da aber besser genommen. Bin ich wahrscheinlich schon mal mit Robert gefahren. Fahr's jetzt aber trotzdem nochmal. Auch wenn ich mich null an die erinnern kann, das ist auch irgendwie sowas. Die Maps bleiben irgendwie nicht in der Erinnerung. So, dann England. England ist für mich auch schon eine Enttäuschung gewesen. Ich meine, ein Team. Ich sag jetzt mal nur vom Papier her. Enorm hochwertig. Endlich mal kein Torwartproblem bei England mit Joe Hart. Ja. Nein, ich war doch schon oben. Kein Torwartproblem bei England. Und dann scheiden die vorher aus. Hätte ich nicht gedacht, nicht erwartet. Aber naja. Man muss auch ja mal Jönne können, und zwar in Costa Rica, ne? So, dann kommen wir zu einer Gruppe, die. Moment. Einen weiteren Außenseiter beinhaltete. Und zwar Honduras. Honduras, ein Tor in der gesamten WM erzielt. Und das ist so, ja, dadurch, dass diese Kontinentalverbände halt eine gewisse Anzahl von Mannschaften stellen müssen, ja, kommt halt so eine Mannschaft wie Honduras rein. Und eine Mannschaft wie beispielsweise Schweden ist raus. Gut, kann man jetzt sagen, das ist fair. Das FIFA-Reglement, wie auch immer, ist halt so. Kann man nicht ändern. Aber ich sag mal so, für Honduras
ich glaube, die sind froh über ihr Türchen, was sie gemacht haben. Und dann ist auch okay. Ansonsten Frankreich habe ich natürlich, der Ausfall von Ribéry merkt man enorm, finde ich. Haben sich trotzdem gut verkauft, weil Brenner eine sehr starke WM gemacht, Matuidi finde ich eine sehr starke WM gespielt. Dann Griezmann auch sehr präsent gewesen. Okay. Haben ja zumindest gegen den hoffentlich amtierenden Weltmeister verloren. Auch wenn ich die Franzosen leider so als Volk mal gar nicht leiden kann. Jetzt kann man sagen, warum? Wieso? Weshalb? Was hast du gegen die Franzosen? Ich meine, sorry, allein wenn man. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Frankreich wart, aber wenn man noch nicht mal bereit ist, sich auf Englisch mit Leuten zu unterhalten, das finde ich schon krass. Naja, Schweiz verdient weitergekommen. 2 Siege am Tacho, 1 Niederlage. Ja, kommt halt vor. Frankreich, Ecuador unentschieden hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt erwartet. Ecuador, Wundertüte. Dann Argentinien, Nigeria, Bosnien-Herzegowina, Iran. Ich hätte gedacht, dass Argentinien und Bosnien weiterkommt. Auch wenn ich jetzt immer wieder sage, dass die afrikanischen Mannschaften für mich stärker sein sollen. Aber da habe ich Bosnien als stärker angesehen. Wurde eines Besseren belehrt. Argentinien mit 3 Siegen klar verdient weiter. Nigeria hat sich so ein bisschen durchgezittert. Iran auch nur ein Tor gemacht während der WM. Allerdings im Gegensatz zu Honduras nicht 8 Buden reingelassen, sondern nur 4. Soweit in Ordnung. Kann man, glaube ich, unterschreiben. Das fand ich jetzt, weiß ich, da war jetzt irgendwie kein absoluter Knall dabei, wo ich sage, Bams. Ich finde, dass ein Messi ist ein Bombenspieler, klar. Aber es ist genau wie Brasilien und Neymar. Die Last auf den Schultern ist enorm. Leckt denn das hier rum? So, und klar, Messi ist schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen älter als Neymar. Der kennt den Druck in einer gewissen Art und Weise. Und natürlich wirst du bei so einer Weltmeisterschaft, es ist selten so, dass die richtigen Stars richtig abgehen. Ein Ronaldo wird ordentlich zugemacht, ein Messi wird zugeballert, ein Ribéry, wenn er gespielt hätte, ein Robben. Man kennt die Gefahren der Mannschaften und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Es wird da doch zu viel dieser Hype ausgeübt. Dieser Diego Maradona-Hype, sage ich jetzt mal, dem Messi auch noch so ein bisschen hinterher hompelt, sage ich mal. Sollen wir die mal probieren? Die probieren wir mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, das schadet mehr, als dass es positiv ist. So, dann kommen wir zu unserer Gruppe. Deutschland, USA, Portugal, Ghana. Für mich, ganz ehrlich, mein Angstgegner in dieser Gruppe war Ghana. Weil Deutschland gegen afrikanische Mannschaften sich immer schwer tut. In der Vergangenheit sich immer schwer getan hat. Und ja, das eine. Mal kurz gucken hier. Ja, ist klar. Jawohl. Ja. Sich immer schwer tut und ich gedacht habe, alles klar. Ja, fick dich doch. Und ich da ja gedacht habe, das könnte heftig werden. Wie es ja letztendlich auch war. Also ich meine 2-2. Gut. Wie hat der Müller gesagt, man muss sich nicht entschuldigen, wenn man Weltmeister wird, ne? Mann, das ist so ein Hindernis, darauf komme ich nicht klar. Oh, der war knapp. Ja, Portugal wird jedes Jahr auch immer. Also wir haben enorm viele Spiele gegen Portugal, so kommen wir ja zumindest vor.
Und das ist eine Mannschaft, meiner Meinung nach, die uns auch liegt. Aber die halt auch von dem Cristiano Ronaldo-Hype zu viel glänzt, sage ich mal. Also es sind keine schlechten Spieler. Es ist aber auch keine jetzt mal wirkliche Bombenmannschaft. Es ist eine Durchschnittsmannschaft für mich. Was sie auch gezeigt haben, sie sind nicht weitergekommen. Sind gegen die USA raus. Komm. Das wird hart. Das wird... Fick dich doch! Ja, Freunde, das dauert einen Meter hier. Wenn ich überhaupt diese Muße habe. Ich will ja ein bisschen mit euch labern, um mich hier nicht auf die scheiß Map konzentrieren müssen. Das ist auf jeden Fall was, wo ich... Ich habe die USA nicht so stark gesehen. Ich hätte eher gedacht, dass Deutschland gar nicht weiterkommt, wenn ich ehrlich bin. Ja, und dann die Schluss... Gruppe Belgien, Algerien, Russland, Südkorea. Belgien, auch eine Mannschaft, die enorm viele Stars hat. Eigentlich auf keiner Position so wahrlich schlecht ist. Okay, der Ausfall von Benteke, glaube ich, war noch war ziemlich schwierig. Lukaku, gar nichts gerissen. Was aber auch für mich nicht verwunderlich ist, weil Lukaku, der ist ja auch nicht gerade der leichteste Kollege in der WM-Szene. Und wenn der da dreimal über den Platz läuft, dann sucht er schon mal, wie der Klose es gesagt hat, ein Sauerstoffzelt. Und ich glaube, dass da auch die klimatischen Bedingungen ihm zugesetzt haben und daher gar nichts kam. Ich glaube, Belgien aber mit der Mannschaft ist eine Mannschaft, die wir in der Zukunft, also ich sag mal jetzt die EM in 2 Jahren, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Weil da steckt eine Menge Potenzial drin, meiner Meinung nach. Ob sie harmonieren, das ist die andere Frage. Die kann euch nur Belgien beantworten. So, jetzt erstmal hier kurz auf das Hinweis konzentrieren. Auf jeden Fall denke ich, dass... habt ihr es mitgekriegt mit der... Wie heißt sie? Axel? Heißt die Axel? Diese... Die FIFA... Wie heißt es? Wie soll man es nennen? Die Kameraleute haben ja bei der WM den Auftrag, irgendwie halte Ausschau nach Spackos und Weibern. Was heißt Spackos? Nein. Spackos ist zwar, also nach verkleideten Leuten, die ihr Land unterstützen, und nach hübschen Frauen. Das kriegen sie auch eigentlich immer sehr gut hin. Und sie finden auch, muss ich auch sagen, immer die richtigen Leute. Also so zum Beispiel hier der General von den Holländern. Der ist ja, glaube ich, jedem jetzt ein Begriff. Auf jeden Fall, da sieht man, was so eine WM auslöst. Ich meine, die Belgierin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Axel oder irgendwie sowas. Die hat jetzt von L'Oreal einen Modelvertrag bekommen. Und aufgrund der Bilder, die halt im TV zu sehen waren. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im vorgestrigen Spiel Holland gegen Brasilien, da ist ja dieser Typ, dieser holländische Fan mit diesem mega großen Hut. So, und der ist natürlich schon so über die ganze gesamte WM einem aufgefallen. Da, geht mir am Sack hier, ich habe keinen Bock mehr. So, der ist einem die ganze WM gegenüber einem aufgefallen. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, hatte vorher keine Brandings auf seinem Schirmchen, auf seiner Mütze oder auf seiner Jacke. Das war neutral. Und im vorgestrigen Spiel, muss ich die Rabbit nehmen, ja.
im Spiel um Platz 3 hatte er Princess Cruises, also ein amerikanisch-holländisches Kreuzfahrtunternehmen da drauf, wo ja, die es gesehen oder die es gesehen haben und sich gedacht haben, ey, coole Aktion, was der Holländer hier macht. Wir kaufen uns den einfach mal ein. Und mich würde mal wirklich interessieren, da bin ich wirklich mal neugierig, was die da an Werbung raushauen. Also was der Typ dafür bekommt, dass der halt sich auf seine Mütze dieses Brand machen lässt. Und da sieht man halt so im Zeitalter der Medien, beziehungsweise der, ja, Medien ist das falsche Wort, glaube ich, im heutigen Zeitalter des Internets, da haben die Leute auch die Möglichkeit, irgendwie, ja, Kontakt zu den Leuten aufzunehmen. Früher haben sie die gesehen, alles da. Und was ist? Ja. So. Also die hätten sie maximal vor Ort ansprechen können. Heutzutage kriegen sie die, was weiß ich, über Twitter und alles Mögliche. Wenn sie da ein bisschen recherchieren, kriegen sie die ganzen Leute raus. Und das finde ich doch mal immens, wie krass sich das, ja, verändert hat. Also krass. Hoppala. So, mal kurz konzentrieren hier. Zack. Okay. Ja, ansonsten, bisher, ich muss sagen, eine schöne WM. Sie hat mir sehr viel Freude bereitet. Wie gesagt, wir haben halt jedes Spiel eigentlich, habe ich gesehen. Ne, ich habe jedes Spiel gesehen. Nicht eigentlich, ich habe jedes Spiel gesehen. Habe natürlich auch so meine Sympathisanten gehabt, wie zum Beispiel Algerien, die einfach sich in mein Herz gespielt haben. Chile fand ich super. Ein super Team. Mexiko fand ich schön anzusehen, Costa Rica, dass sie dann die Griechen im Elfmeterschießen geschlagen haben, fand ich schön. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, wie gesagt, heute Abend ist das Le Grand Finale. Und ich bin... Nee, ohne Scheiß. Diese Scheiße hier, die haben sie sich... Ich meine, was ist denn das für ein Trials, wo du nur auf einem Rad fahren darfst? Nee, habe ich keinen Bock, sorry, pisst euch. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Natürlich hart, so ein Spieler wie Neymar, der ist jetzt raus, beziehungsweise verletzt. Ja, die bin ich schon gefahren. Da gehen wir nochmal zurück. Hat sich verletzt. Ich muss sagen, ich habe ja ein paar jetzt bei diesem alle Bilder von der WM-Video, weil ich auf Facebook hochgeladen habe. Ja, da ist er in einer Situation auch sehr ungünstig, sage ich jetzt mal, auf Steißbein gefallen. Das hätte auch gut und gerne, ist meine Konsole jetzt abgeschmiert? Nee. Das hätte auch gut und gerne eine Verletzung nach sich ziehen können. Das ist halt in einer gewissen Weise meiner Meinung nach das Risiko. Und ich fand jetzt nicht, dass Zuniga da so dermaßen unsportlich reingegangen ist. Also wenn man sich die Bilder nochmal anschaut, er hat ihn doof getroffen, ja. Und es ist eine gelbe Karte, ja. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, das passiert nun mal. Das ist halt, das Schicksal. Ist Schicksal nicht zu hart? Laber doch nicht. Nee, auf sowas habe ich ja auch. Nee. Freunde, ich will jetzt noch eine gemütliche Map fahren. Dann haben wir auch eine ordentliche Zeit wieder hier auf dem Tacho.
Ja, schon gefahren. Größere KFB schon gefahren. Ja, komm, Freunde, ihr wolltet doch. Ich sehe es doch, wie ihr danach lefts, dass ich diese scheiß Map fahre. Na gut, machen wir noch ein Tutorial draus. Sofern ich es denn schaffen sollte. Also, wenn ich schon mit der Rabbit fahren muss, ist es schon... Bäh. Ja, die damaligen Mount Frustrating Maps waren richtig, richtig geil. So. Ich glaube, ein Tutorial mache ich hier nicht draus. Weil ohne Scheiß, die Rabbit mag ich mal überhaupt nicht. Nee, das ist, Freunde, sorry. Allein schon, wenn ich das sehe, guck mal aufs Hinterrad, weißt du, am Anfang. Dieses. Nee, mit dem normalen Moped gerne, aber ich komme auf diese scheiß, auf dieses scheiß Fahrrad nicht klar. Ohne Witz. Nehme ich lieber hier. Die Kacke nehme ich jetzt. So. Ich will ja entspannt mit euch hier labern. Kann ich ja direkt gegen Robert fahren. Ja, also, Krieger, was ist denn los? Lass es nicht. So. Standardantwort übrigens. Nee, ich habe noch nichts vom Multiplayer gehört. Keine Ahnung. Müsst ihr, habt ihr eigentlich alle, könnt ihr nicht eine normale Map machen? Nee, müsst ihr hier wieder einen auf Hurensohn machen, ne? Ja, und dann habt ihr gesehen, oben noch die Mine. So was komme ich halt gar nicht klar. Also ich will hier. Wer hat sich die Nase gebrochen, um Missgeburt, ey? Nee, sowas bin ich bereit zu fahren, wenn es. Abstrakt? Nee. Bin ich die gefahren? Den Twilight Winter? Nee. So, kann ich jetzt eine Abschlussmap haben hier, ihr Missgeburten? Mann. Ja, ansonsten kann ich euch noch mal ja, die Frage stellen, wie ihr jetzt so meine Kanalstruktur findet bezüglich der Updates. Der Uploads. Und das nutze ich jetzt einfach mal hier schamlos aus, um zu schauen, wer dieses Video wirklich so bis hierhin geschaut hat. Der schreibt bitte den Satz rein: Krieger, dein Upload-Verhalten. Also die, ja. Der schreibt bitte rein, Krieger, dein Upload-Verhalten, ohne Hashtags, ohne irgendeinen anderen Scheiß. Einfach nur Krieger, dein Upload-Verhalten und dann eure Meinung dazu. Weil dann weiß ich, dass ihr bis hierhin auf jeden Fall geschaut habt. Und das ist zumindest eine machbare Map, mit der ich mich jetzt hier verabschieden kann, mit einem guten Flug, Gutschuss. Heute werden wir Weltmeister, ich hoffe, wir sind es schon, wenn ihr das Video seht. Deshalb nehme ich das Video auch im Voraus auf. Eigentlich hätte ich es gerne nachts aufgenommen, aber ich glaube,
dass ich, wenn wir heute Weltmeister werden, erstmal eine Autokurse machen werde, dann auf die Kirmes gehen werde, dann wieder ein Autokurse machen werde, mit Tröten und Hupen durch die Gegend fahren werde und ja, let's go, let's werd Weltmeister. In diesem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger, tschüss.